deine Uniform. Alter! Alter! Oh, Douglas, jawohl! Douglas! Oh, mein, was? Wie geht das denn, Alter? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Hässlich ist hier. Und ja, was geht ab? Willkommen zu dieser geilen neuen Serie. Und ja, diese Serie, was ist das genau? Und zwar FIFA YouTuber News. Und der Name erklärt sich von selbst. Ich zeig euch, was abging in dieser fucking FIFA-Woche. Was ihr euch angucken müsst, zu welchen YouTubern ihr gehen müsst, was ihr euch gönnen müsst und was gerade so richtig geil ist. Im Hintergrund seht ihr ein Pack-Opening von FGU. Müsst ihr mal reinschalten, sind noch ein paar Tasten dabei. Richtig nice auf jeden Fall. Und yo, guckt einfach mal durch die Folge und jetzt schaut euch am besten an die neue Folge von Abos wissen, wer Ebabo ist. Ich habe euch mal einen kleinen Ausschnitt hier reingebracht. Nach seinem Aufenthalt in Belgien mit der belgischen Nationalmannschaft machte Ebabo erstmal 2 Wochen Urlaub in Brüssel. Dort traf er auf seinen guten alten Freund aus Österreich, nämlich Moneyboy, und der befahl ihm dann auf direktem Wege mal seinem Kumpel Alaba auszuhelfen. Also schnappte Ebabo seinen Koffer und flog rüber nach Österreich. Gut, kommen wir zum nächsten Video und das ist von Gamer Brother und dort ist er in einem Spiel um den MSK World Cup und das Spiel ist richtig geil. Klickt mal rein. Oh fuck, Alter, der ist aber auch so langsam. Egal, David Silva, der passt es gut. Fabregas! Es ist so glücklich, es ist so lucky, es ist so lucky. Oh, er kommt nochmal dran, 4-2. Spannendes Match auf jeden Fall und auch ganz geil war auf jeden Fall das Match beim TC Schubeck Cup von PMTV. Müsst ihr euch mal reinklicken. Hier habt ihr es nochmal. Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Und bringen wir die Flanke rein. Jawohl, Junge, da ist das Ding, Junge. 1-0, endlich, Mann. Endlich, Mann. Nein, nicht der Suarez. Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Er dribbelt an mir vorbei. Nein! So, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es ausging, dann guckt mal bei dem Kollegen vorbei. Und jetzt eine kleine Ansage, passt gut auf, Leute. Ach ja, Leute, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, Alter. Junge, Junge, das wird den einen oder anderen jetzt sicherlich richtig freuen. Und zwar wird diese Woche noch Fatal International losgehen, Alter. Fatal Team of the Season. Ihr habt richtig gehört, Freunde. Es wird ein Fatal-Turnier geben mit internationalen YouTubern. Unter anderem ist einer der besten FIFA-YouTuber der Welt mit dabei, Huge Gorilla. Vor dem habe ich riesen Respekt. Der geht einfach so ab. Der ist die Szene am Rasieren, Leute. Ja, Mann, das ist nice. Und auf jeden Fall hat Ernie noch ein geiles Footdraft, glaube ich, gespielt. Und Stefan hat ein richtig geiles Pack-Opening rausgehauen. Klickt euch rein. Hier eine kleine Review. Also komm jetzt hier, Mirale, Sacke, Spitze, 1, 2, 3, 1 zu 0, Junge, so muss es starten, Junge. Ein Penis. Was? Hä? Bin ich bescheuert, bin ich Rille oder was? Wir haben 19.25 Uhr, wir sollten das Team of the Season von EA haben und ziehen hier Iličić? Der kann doch gar nicht drin sein, das ist irgendwie ein Fehler in der Matrix. Ich werde müde. Ich werde müde. Ich werde müde. Ich glaube, ich mache lieber morgen weiter. Alles klar, rast noch weiter aus, Stefan, ne? So, was ihr euch noch gönnen müsst, ist dieses kleine Video von Pro Owens. Er hat wohl den lächerlichsten FIFA Glitch der Welt bekommen. Guckt euch einfach an, Leute. Euch einfach an. Lopez. Digga, was ist das? Ich kann meinen Spieler nicht bewegen. Und bei meinem Gegner ist das anscheinend genauso, aber what the fuck? Das kann doch nicht euer verfickter Ernst sein. Was ist das für ein Bug? Es kann doch nicht euer Ernst sein. Als ob der jetzt losrennt. Wollt ihr mich verarschen? Jungs, ich kann meinen Spieler nicht bewegen. Was macht der Keeper da? Niemals, niemals, Digga. Was ist das für ein Spiel? Außerdem gab es noch ein richtig geiles Pack-Opening von Real FIFA. Mal reinklicken, viele Tos drin. Oh, und eine Uniform. Egal, komm schon. 100 K-Packs, Alter. Wir verballern jetzt alles. Und ich bin hier noch mit blauen Karten. Ja, den Tos müsst ihr schon selbst angucken. Aber ja, und dann gab es noch ein richtig geiles bei First Guy von Real FIFA, was mich auch wieder nennen kann. Gutes altes PFG. Ja, geil.
Frankreich, Mangala, okay. Dann ist das hier unser erster Verteidiger. Mangala ist also jetzt die Innenverteidiger Nummer 1. Und nein, 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 nein. Und Pogba. Außerdem hat der Hansus im Karrieremodus einen richtig geilen Jugendspieler gefunden, was es nur selten gibt. Für mich auf jeden Fall, ja, sehenswert, oder? Schaut mal rein. Wir haben hier einen Spieler vorhin in die Fußballschule mit aufgenommen, der Philipp Schütz. Und jetzt schaut euch den mal an. Jetzt schaut euch mal Philipp Schütz an. Eine 62er Gesamtstärke, 74 bis 94er Potenzial mit 15 Jahren. Ich weiß, er ist nur 1,58 groß und wiegt einfach mal 69 Kilo. Also einfach nur mega fett der Typ. Fett, 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 fett der Typ, aber... einfach nur unglaublich, richtig, richtig krass, also der hat Potenzial. Und auf jeden Fall sehenswert, Hamburg Youngstars mit einem coolen Pack-Opening. Hinten drin noch eine richtig coole Meldung, gönnt euch und schaut mal vorbei, Leute. Okay, es geht weiter, direkt das nächste Pack und ich hoffe noch einen blauen. Und es ist... ja, wir haben wieder einen! Mal gucken, ob der jetzt in der drin sein wird. Wir gucken in 3, 2... Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, Hamburger Youngsters machen einen 30-Tage-Livestream. Jeden Tag wird 4 bis 8 Stunden gestreamt. Aber was passiert da genau? Die Fakten jetzt bei uns. Laut Infos zufolge wird es Abo-Matches geben. Nicht nur auf der Xbox One, sondern auch auf der PS4. Es wird einige bekannte Gesichter geben aus der FIFA-Community, die einige kennen sollten. Hier sind die möglichen Kandidaten aufgelistet. Allerdings gibt's einen gefährlichen Mann aus NRW, passen Sie auf, wenn Sie ihn sehen, er hat schon ein verdächtiges Video an die Polizei gesendet, um sie zu verhören. Bitteschön. In dem Sinne, Leute, macht's gut, euer Hashtag ist damit raus, guckt bei den ganzen T1 vorbei, ich freue mich schon. Euer Hashtag ist dann weg, bis dann, tschö, macht's gut, ciao.